Hallo Leute und willkommen zurück auf meinem Kanal. Ich habe vor kurzem bei Douglas bestellt und zwar die Palette hier, die Too Faced Pretty Puppy Palette. Kommt das mal in diesem wunderschönen Karton. Und die eigentliche Palette sieht so aus. Ein süßes Hundegesicht. Ich finde die mega cute. Dieses Beige hier, das ist eigentlich Gold, also es glitzert auch so leicht. Was ich auch super süß finde. Und ich liebe Hunde, deswegen habe ich auch 2 Hunde. Und bevor ich jetzt weiter drumherum laber, legen wir los und werden einen Look hiermit machen. Let's go! Die Palette hat erstmal einen großen Spiegel und 6 Farben. Die oberen 3 Farben sind matt und die unteren schimmern, glitzern. Rosa und braun schimmern und der in der Mitte, der glitzert mehr. Aber es sieht auch nicht aus wie wirklich viel Glitzer. Also ich mit der Kamera sieht man wahrscheinlich gar nichts davon. Ich werde als erstes diesen hellen Ton hier oben nehmen. Der heißt Bad to the Bone. Also hinten drauf in diesem goldenen Schimmerding stehen die Namen der Farben. Und diesen Ton gebe ich einfach als Base auf das gesamte Lid. Ich meine, als Basefarbe ist dieser Ton super gut. Er zeigt sich auf meinem hellen Hautton natürlich nicht. Als nächstes nehme ich diesen kühleren matten Braunton. Und der heißt Bow Wow. Und den gebe ich in die Lidfalte. Also der Ton lässt sich auf jeden Fall aufbauen. Ich finde, er ist von der Pigmentierung eher auf der schwächeren Seite. Aber da man ihn aufbauen kann, ist es ja auch in Ordnung. Vor allen Dingen finde ich es besser, wenn man Töne aufbauen kann, als wenn man dann so einen Fleck hat, der dann da ist und man ihn nicht mehr weggeblendet kriegt. Also ich kann auf jeden Fall verstehen, warum sie diesen Ton hier oben etwas kleiner gemacht haben als diese beiden hier nebenan. Weil dieser ganz helle Bad to the Bone ist einfach irgendwie wirklich mehr nur so ein Bass-Ton, damit man auf dem Auge auch gut arbeiten kann. Also ich für mich habe gemerkt, wenn ich so einen Bass-Ton habe, der quasi so mehr oder weniger 1:1 dem Hautton entspricht oder sehr hell ist, und ich das übers Augenlid gebe und darüber dann Lidschatten gebe, kann ich die auf jeden Fall besser verblenden. Das habe ich für mich gemerkt. Manche brauchen vielleicht sowas gar nicht, aber ich brauche sowas. Und diese anderen beiden Töne, zumindest der hier, ist jetzt nicht so krass pigmentiert, deswegen wird man den wohl etwas häufiger verwenden. Und bei den beiden hier kann man sich auch entscheiden. Ich habe mich jetzt hier für die kühlere Seite entschieden. Man könnte aber auch in die wärmere Seite gehen. Aber ich glaube, ich werde versuchen, alle Farben zu benutzen. Dann werde ich jetzt in diesen wärmeren Braunton hier gehen. Der heißt Snuggle Time. Wer kennt es nicht, wer einen Hund hat, dass der Hund auf einmal ankommt und ich möchte jetzt mit dir schmusen. Und den werde ich ins äußere V geben und weiter nach vorne blenden. Aber nur auf dem beweglichen Lid, nicht oben drüber. Dieser Ton ist auf jeden Fall besser pigmentiert, beziehungsweise stärker pigmentiert als dieser andere matte Ton. Bow Wow war es, glaube ich, ja. Aber dieser Ton ist in der Palette auch schon dunkler, also wundert es mich nicht, dass er auch schneller und stärker pigmentiert ist. Also, dass die Pigmentierung schneller da ist, damit das auch noch irgendwie Sinn ergibt. Auf mein bewegliches Lid möchte ich jetzt diesen hellen braunen Schimmerton tupfen und der heißt Puppy Nose. Das ist ein super schöner, bronziger Schimmerton, der auch auf dem Auge sich sofort zeigt. Dann werde ich jetzt mit dem allerdunkelsten Ton, Heavy Petting heißt der, mein V hier hinten verdunkeln. Oha. Da kommt sehr viel Pigment auf den Pinsel. Anders als bei den anderen Farben, die ich bisher benutzt habe. Und dieser Ton Heavy Petting glitzert auch so leicht, aber auf dem Auge sieht man noch weniger von dem Glitzer als hier drin. Sieht gerade auch so aus, da wo ich mit dem Pinsel drin war, dass da schon weniger Glitzer ist. Vielleicht ist es auch nur so ein Overspray oder so. Also viel Glitzer sieht man jetzt auf dem Auge nicht. Aber diesen Ton werde ich jetzt nochmal ein bisschen verblenden. Und diesen Ton Heavy Petting werde ich auch noch am hinteren, unteren Wimpernkranz auftragen. Nach weiter vorne werde ich diesen wärmeren Braunton nehmen, Snuggle Time. Und als Inner Corner Highlight werde ich den rosa Ton nehmen und der heißt Vanity Fur. Und den Ton werde ich auch etwas weiter nach unten nach hinten ziehen, genauso wie oben werde ich den auch etwas in mein Augen-Make-up reinziehen.
Und damit wäre das Augen-Make-up auch schon fertig. Ich werde mir jetzt noch Lashes aufkleben und meine Augenbrauen machen und dann sehen wir uns auch gleich wieder. So, tada, und das ist dann der fertige Look. Also ich muss ganz ehrlich sagen, das ist die natürlichste Palette, die ich, glaube ich, besitze. Ich bin sonst eher für buntes Augen-Make-up. Hier ist ja eigentlich quasi alles braun bis auf der Rosaton. Aber was ich auf jeden Fall sagen kann, diese Palette würde sich hervorragend zum Reisen eignen. Ich meine, 6 Töne, alles neutrale Töne, man kann damit eigentlich quasi gar nichts falsch machen. Man kann in die kühlere Richtung gehen oder in die warme Richtung. Was mir vielleicht noch persönlich gefehlt hätte, wäre ein heller Schimmerton oder so ein heller Highlighter oder sowas in der Art. Weil ich sehr hell bin und diese Farbe hier quasi meinem Hautton entspricht. Also ich könnte meinen Browbone jetzt mit dieser Palette nicht highlighten. Aber ich meine, das ist wieder persönlich meiner hellen Haut geschuldet. Die Lidschatten performen sehr, 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 sehr gut auf dem Auge. Also Too Faced Lidschatten haben mich eigentlich noch nie enttäuscht. Ich hatte bisher nie wirklich Probleme mit denen. Also mein Fazit ist eigentlich durchweg positiv, bis auf dieser Abstrich, den ich machen muss, dass kein heller Schimmerton dabei ist, den man dann vielleicht auch als Inner Corner setzen könnte, weil der Rosaton für helle Hauttypen wie mich ist er eigentlich schon quasi wieder ein bisschen zu dunkel als Highlight. Cute, it's a little puppy. Aber ich finde es mega, mega cute. Vor allen Dingen, dass sie das ist ja eigentlich ihr Maskottchen. Clover heißt der Hund von Jared und Jeremy. Und ich finde es mega cute, dass sie den als Palette gemacht haben. Ich glaube, ich hätte meine Hunde irgendwie, wenn ich eine eigene Lidschattenpalette gemacht hätte, hätte ich meine Hunde namentlich da reingebracht. Auf jeden Fall. Weil wer einmal ein Haustier hatte, der merkt, das gehört einfach mit zur Familie. Also zumindest ist es hier so. Es ist quasi wie, als hätte ich zwei kleine Brüder. Also für jemanden, der noch keine natürliche Lidschattenpalette hat, wäre das auf jeden Fall eine Anschaffung wert. Weil man hat eigentlich quasi alle Basic-Töne da drin. Man kann sie super mitnehmen, weil sie so klein ist. Trotzdessen hat sie einen großen Spiegel, wie ich finde. Also für die Palette ist der Spiegel wirklich sehr groß und hat ein mega cutes Design. Aber ja, das war's dann noch mit der Review zu dieser Palette. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Wenn ja, könnt ihr mir gerne einen Daumen nach oben geben, mich vielleicht auch abonnieren. Ansonsten würde ich sagen, ciao, bis zum nächsten Video.